Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Freitagnacht, Samstagnacht von Freitag auf Samstag. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Erik heute Nacht und Erik ist 39 Jahre alt. Hallo Erik. Ja, hallo Domian. Ja. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, mein Thema ist Narkolepsie und diese Krankheit hat eigentlich mein ganzes Leben zerstört. Narkolepsie? Ja. Erklär's mal. Ziemlich seltene Krankheit. Es ist in den letzten Jahren immer bekannter geworden. Ja, das Schlimme daran ist unter Stress lacke ich oft einfach so in mich zusammen. Das heißt, Du sagst in dich zusammen und schläfst ein. Ja, mein Körper schläft ein, mein Körper bleibt wach. Also ich bin wie so ähnlich wie bei Epileptikern. Die fallen einfach so in sich zusammen, die bekommen einen Krampf. Bei mir ist halt, ich entkrampfe, ne? Bei mir sind alle Muskeln entspannt, ja. Ich unterbreche dich mal eben. Gestern hatten wir Tonprobleme, ich glaube heute haben wir Bildprobleme. Ich sehe nämlich auf meinem Kontrollmonitor hier, dass wir Bildstörungen haben. Ich bitte das einfach mal zu entschuldigen und hoffe, dass sich das irgendwie wieder ergibt. Man arbeitet daran, höre ich im Hintergrund. In der tiefen Nacht passieren halt immer so Sachen. Ja. Aber wir werden es schon schaffen. Ja, es ist schlimmer, so. Aber es ist akzeptabel. Ja, ja. Also in Stresszuständen fällst du in dich zusammen und kann man das sagen, dass es so ein plötzlicher Schlaf ist? Ja. Kann man sagen. Mein Körper schläft ganz plötzlich ein, von einem auf einen anderen Moment. Wie lange schläft der Körper dann? Oh, das ist relativ. Das kann ein paar Minuten sein, bis zu Stunden. Bis zu Stunden? Mhm. Ist das wirklich tiefer Schlaf, so wie man das kennt, mit Träumen? Oder ist das so eine Art Bewusstlosigkeit? Oder? Also die Sache ist ja, dass nur der Körper schläft. Und ich bin dabei vollkommen bewusst. Also ich registriere alles, was um mich herum passiert. Ach. Was dabei sehr übel sein kann, sind Halluzinationen, die dabei auftreten. Hast du denn währenddessen die Augen geöffnet? Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Ich wollte halt immer mal jemanden fragen, aber... Ja, aber wenn du sagst, du registrierst alles um dich herum, dann musst du doch wissen, ob du die Augen auf hast oder nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich die aufhabe, ne? Aber ich bin mir da... Man ist so dermaßen... damit beschäftigt, sich zu konzentrieren, dass man irgendwie wieder auf die Beine kommen kann, dass man das gar nicht wirklich wissen kann, ob man jetzt... Was genau nimmst du denn wahr? Meinst du wahrzunehmen? Also akustisch nehme ich alles besser, also hören kann ich besser. Ja. Ich fühl auch intensiver. Und das Schlimme dabei sind halt Halluzinationen, die dabei auftreten können. Ja. Ne, dass ich mir einbilde, dass mir jetzt was ich zum Beispiel einen Schuh auszieht und das passiert überhaupt gar nicht. Ne? Hat man dann auch Angst in diesen Momenten, dass man gar nicht mehr richtig wach wird? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich würde dann in so eine Panik verfallen, dass ich gar nicht aus diesem Gefängnis, in das ich da hineingerutscht bin, wieder befreit werde. Ja, das ist in dem Moment, fühlt man sich richtig in seinem eigenen Körper gefangen, weil man nichts mehr tun kann. Man kann sich nicht bewegen, kann keinen Finger rühren, ist aber eben ganz wach und das ist ein vollkommen unnormaler Zustand. Wie oft kommt das vor? Ja, je nach Stress, das kann mir manchmal am Tag so 10, 20 Mal passieren. So oft kann das passieren? Dass manchmal, also wenn es mir richtig gut geht, dann kann das auch sein, dass mir das wochenlang gar nicht passiert. Ne? Aber dann sind das natürlich wahrscheinlich nur ganz kurze Phasen, in die du dann in diesen sogenannten Schlaf fällst, wenn es 10 Mal am Tag vorkommt. Ja, ne? Ja, dann schon. Aber mir ist es auch schon passiert, dass ich
bestimmt 3,5 Stunden in einem Bürosessel saß und da einfach, das heißt saß, ich hing dann mehr drin, ich hatte so hohe Lehnen, konnte nicht rausfallen. Und wie reagieren denn die Leute auf dich, die nicht wissen, dass du diese Erkrankung hast? Wie gehen die damit um? Ja, das ist, ja, die meisten Leute, da ist sowieso, da kann man einfach hinfallen und so. Die meisten Leute, die gucken und ja, gehen weiter oder gucken komisch. Dann gibt es welche, die halt auch reagieren, die dann gucken, ob einem was passiert ist. Also es kann ja auch passieren, wenn du auf der Straße in der Fußgängerzone bist, kann dir das plötzlich passieren und du sackst in dich zusammen und der Körper sackt auch weg und du liegst da. Ja. Mhm. Ja, es gibt auch Menschen. Hm? Arbeitest du, bist du berufstätig? Kann ich nicht mehr. Ich bin erwerbsunfähig. Ja. Ich habe im Moment noch keinen Schwerbehindertenschein, aber der wird wahrscheinlich auch mit 100% ausfallen. Ja. Sind denn da schon auch für dich gefährliche Situationen entstanden, dass du draußen irgendwo auf der Straße, das kann ja auch passieren, während du eine Straße überquerst beispielsweise. Ist so etwas da schon mal vorgekommen? Ja, mir ist es schon mal passiert, dass hier, ich wohne in der Stadt, wir haben einen schönen Kanal und da ist ein schönes, steiles Ufer. Mhm. Da bin ich oben, ist ein Weg, da bin ich mit dem Rad hergefahren, also dieses Zusammensacken, das nennt sich Kataplexien und ich habe da auf dem Fahrrad eine Kataplexie bekommen, bin eine Böschung gefahren am Ufer und dann kopfüber lag ich dann nachher unten am Ufer. Eigentlich dürftest du ja auch gar nicht mehr Fahrrad fahren, ne? Mit der Kamera. Ja, eigentlich dürfte ich nicht, ne? Aber das ist wieder so eine relative Sache. Aber Narkolepsie heißt diese Erkrankung. Mhm. Das heißt, du musst ja in jeder Lebenssituation, sei es du nun beim Einkaufen oder du gehst spazieren oder vielleicht auch in der jetzigen Situation, während wir miteinander reden, könnte das auch passieren, ne? Ja, natürlich. Wenn du mir jetzt einen halben guten Witz erzählst, dann wird mir wahrscheinlich das Telefon aus der Hand fallen und ich werde einen Moment nicht mehr mit dir sprechen können. Wieso Witz? Das ist doch kein Stress, wenn ich einen Witz erzähle. Ja, die Sache ist so von wegen, dass und je mehr Stress ich habe, desto eher werden Kataplexien ausgelöst. Hm. Und das ist dann wieder ganz besonders emotionsabhängig. Ne? Ach so. Das ist natürlich, also gerade eben auch bei schönen Emotionen können die dann wieder ausgelöst werden. Hast du eine Freundin oder bist du in einer Beziehung? Nein. Wie lange hast du die Erkrankung schon? Also richtig seit 10, 11 Jahren etwa, aber wahrscheinlich schon mein ganzes Leben lang. Die ist halt nur vor 10, 11 Jahren etwa richtig ausgebrochen. Ne? Und das ist relativ plötzlich. Ah ja, relativ plötzlich. Kann man dagegen was tun? Ich bin jetzt medikamentös behandelbar, aber nicht heilbar. Mm-hmm. Warst du in diesen letzten 10 Jahren in einer Beziehung? Ja, in mehreren, aber die sind auch alle daran kaputt gegangen. Ja, ich wollte darauf hinaus, du hast gerade gesagt, auch bei sehr positiven Emotionen kann das passieren. Kann es rein theoretisch passieren, dass du mit einer Frau schläfst und in der positiven emotionalen Lage, die dann entsteht, dass du dann in den Tiefschlaf versinkst? Ja, es ist schon ein sehr komisches Gefühl, wenn man unter einer Frau liegt und das ist mir immer passiert, da war sie über mir und da ist einfach mein Körper halt eingeschlafen. Mhm. Also meine Genitalien funktionieren einwandfrei, ne? Ja. Weiter. Das ist ja Wahnsinn. Und du warst aber letztendlich, warst du in diesem Zustand? Ja. Hat sie es mitbekommen? Wusste sie davon? Oder war sie völlig hilflos? Ich habe ihr das nachher gesagt und seitdem hat sie dann auch da mehr drauf geachtet. Wie lange hat denn der Zustand dann angehalten, dass du in den Tiefschlaf versunken bist? In den wachen Tiefschlaf? Also das waren bestimmt 5 Minuten. Ne? Mhm. Und, 39 Jahre, das heißt, diese Erkrankung hat dein Leben völlig verändert. Ja. Und du wirst dadurch zum Frührentner. Ja, das hat einfach, ja, ich war selbstständig, so ich schon aufstrebender Position, wollte mein Leben ausbauen. Ja. Und von da aus bin ich dann wirklich ganz einfach abgestürzt, ne, bis ganz unten hin. Das Schwierige war so von wegen, dass ich sehr, 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 sehr lange brauchte, um herauszufinden, was ich überhaupt für eine Krankheit habe. Mhm. Kann diese Krankheit noch schlimmer werden? Nein, ich hoffe nicht. Nein. Nee, also, das hoffe ich auch nicht, aber du hast dich doch bestimmt informiert. Dann gibt es da einen Krankheitsverlauf, der so ist, wie er jetzt ist, oder kann sich das noch häufig darstellen, diese Zustände? Die häufig,
Häufigkeit der Katapexien kann unterschiedlich sein, aber das kann eigentlich im Grunde genommen, denke ich schon, habe ich das höchste Maß davon schon erlebt und auch damit kann man leben. Medikamente und viel Ruhe, ne? So verstehe ich das jetzt. Dann hast du dich so einigermaßen im Griff. Ja, Nach Kolepsie. Ja. Hast du Kontakt zu anderen gleichermaßen betroffenen Menschen? Ja. Ah ja. Ja, es gibt wenige. Es gibt ein Schweizer Forum, da sind auch sehr viele Deutsche. Ich habe auch schon andere Narkoleptiker getroffen. Ja. Das Interessante ist so, wir sagen, wir spielen Domino Day, wenn wir uns treffen und dumme Witze erzählen, so, weil einer nach dem anderen fällt immer um, ne? Beim Lachen. Ja, wahrscheinlich kann man das mit Humor dann alles nur so hinnehmen. Ja. Lieber Erik, schön mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute. Und ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird und dass du dich noch weiter gut arrangieren wirst können mit dieser Erkrankung. Ja, ich bemühe mich immer, ne? Klar. War schön mit dir gesprochen zu haben. Liebe Grüße, mach's gut. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, Freunde, morgen haben wir Promi-Tag. Morgen kommt zu mir. Langsam, Herr Domian. Morgen kommt zu mir Hans Meiser. Um 23.45 Uhr beginnt die Sendung hier im WDR Fernsehen. Eine Stunde vorher könnt ihr schon anrufen, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Hans Meiser etwas fragen wollt, mit ihm euch unterhalten wollt. Oder ihr könnt uns jetzt auch schon und heute eine Mail schicken unter domian@wdr.de. Bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben und vielleicht auch kurz das, was ihr mit Herrn Meiser, mit Hans Meiser besprechen wollt oder ihn fragen wollt. Morgen 23.45 Uhr im WDR Fernsehen. Promi-Gast bei Domian, Hans Meiser. Hier ist Jessica und Jessica ist 25 Jahre alt. Hallo Jessica. Ja, hallo Domian, guten Abend. Guten Abend, und was geht's bei dir? Mein Thema ist, ich habe ein sexuelles Verhältnis mit meinem Cousin. So, ein sexuelles Verhältnis mit deinem Cousin. Ja. Welchen Grades? Zweiten Grades. Zweiten Grades. Also ja. Das ist ja dann nicht verboten? Nein, nein. Obwohl unsere Eltern es damals am Anfang dachten, es wäre Inzucht und so weiter. Nee, das ist auch so gesetzlich kein Problem, so ein Verhältnis zu haben. Wie ist die Verwandtschaft? Wie ist sie zu erklären, die Verwandtschaft? Seine Mutter ist die Schwester von meinem Vater. Ah ja. Wie lange läuft das schon? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Und wer weiß davon? Ist das ganz offiziell oder ist es eine heimliche Beziehung? Also unsere Eltern und Geschwister wissen davon, sonst keiner aus der Verwandtschaft und unsere Freunde, Bekannte. Die wissen davon. Gab es schon, du hast es gerade ein bisschen angedeutet, Probleme? Ja, natürlich. Unsere Eltern haben versucht, dagegen zu halten, aber wir haben drum gekämpft und letztendlich auch geheiratet. Ach, sogar geheiratet? Ja, deswegen, damit sie es endlich irgendwann mal akzeptieren. Mhm. Jetzt muss ich mal fragen, gibt es da irgendwelche Probleme, wenn man Kinder bekommt? Gibt es da keine Risiken? Null. Weil wir beide ja nicht miteinander blutsverwandt sind. Ja, also ist es dann nur eine rein moralische Frage, ob man das gut findet oder nicht gut findet. Genau, richtig. Mhm. Mhm. Kennt ihr euch denn, wahrscheinlich kennt ihr euch dann auch von Kindesbeinen an? Ja, wir wussten zwar halt immer voneinander, aber bis 2-3 Jahre vor dem Tod unserer Großmutter, wo wir uns verliebt haben bei der Beerdigung, haben wir uns nie vorher gesehen. Ach so, ihr seid also nicht aufgewachsen miteinander, Sandkasten und so, das nicht? Nein. Und beim Tod der Großmutter habt ihr euch ineinander verliebt? Ja. Ja. Da hast du ihn gesehen, hast gedacht, ist aber ein netter Kerl. Ja, genau, und er hat es auch gedacht. Und wie lange lief das denn heimlich? Das lief heimlich ungefähr knapp so ein halbes Jahr. Mhm. Ja. Und dann wurde es öffentlich gemacht. Warum habt ihr euch denn als Kinder nicht gesehen? Normalerweise so unter Verwandten gibt es immer wieder Kontakte und. Ja, weil wir über 400 Kilometer entfernt voneinander gewohnt haben. Na ja, gut, aber das ist ja auch nicht so weit. Ja, und er war manchmal auch sehr oft im Ausland. Ja. Hat dort auch ein paar Jahre manchmal gelebt, deswegen hatten wir uns vorher nie gesehen. Was war denn das Heftigste, was ihr an Kritik euch anhören musstet? Wir würden unsere Familie blamieren und wenn wir unsere Beziehung nicht aufgeben, dann würden unsere Eltern den Kontakt sofort zu uns abbrechen. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es recht weiter. Haben die Eltern gesagt? Ja, ja. Deine Eltern oder seine Eltern? Meine Eltern, mein Vater. Der war sehr stur auf jeden Fall. Und wie lange hat es gedauert, bis er dann nachgiebig wurde und gesagt hat, okay, die sollen mal glücklich werden? Nochmal so ungefähr 2 bis 2,5, 3 Jahre. So lange? Ja, auf jeden Fall. Der war sehr hartnäckig. Aber jetzt ist alles im grünen Bereich? Jetzt ist alles im grünen Bereich, ja. Und habt ihr Kinder mittlerweile auch? Nein, Kinder haben wir mittlerweile noch nicht. Wollen wir noch ein bisschen mit warten. Kann dann ja auch noch kommen.
Ja, natürlich. Ja, mit den, ich glaube, früher war das noch viel dramatischer, ne? Wenn man sich so eng miteinander verbunden hat aus der Familie. Natürlich. Obwohl andererseits in so Dörfern und so war das auch wieder Usus, ne, glaube ich. Weil da gar keine anderen Leute da waren. Da musste man sich ja ein bisschen näher an die Familie, an die Familie halten. Ja, klar. Auf jeden Fall, euch geht's gut? Ja, auf jeden Fall. Dann mittlerweile sind wir glücklich, kein Ärger mehr mit der Familie. Und der Papa ist auch ganz froh. Der ist jetzt ganz froh, doch, dass er so einen tollen Schwiegersohn bekommen hat. So, dann wünsche ich alles Gute. Grüß deinen Mann herzlich von mir. Ja, werde ich und, machen. Und alles Liebe euch. Ja, und ich gratuliere dir noch zu deiner Sendung. Und schöne Grüße noch an dein Team. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Weiter geht es mit Sophia. Und Sophia ist 45 Jahre alt. Hallo Sophia. Hey, hi Domian. Hallo Sophia. Ja, gestern war das Thema, ich vermisse so sehr. Ja. Ja, ja, ich vermisse meine Schäferhündin. Vor 10 Jahren habe ich eine Schäferhündin gekauft für meine Kinder als Baby, also so ein Welpen von 8 Wochen. Mhm. Und zu der Zeit litt ich unter ganz massiven Angstzuständen, dass also grundsätzlich jemand in meiner Wohnung sein musste und ich kriegte also gar nichts mehr geregelt. Mhm. Und ja, dann hat 2,5 Jahre, so knapp 2,5 Jahre, 3 Jahre mein Sohn sich ganz intensiv um die Kleine gekümmert. Wie kam denn... Hast du da ein Handy in der Nähe? Das brummt. Ja, ich habe ein Handy an. Also ich bin am Handy. Achso, jetzt ist es auch wieder besser. Ja. Die Idee, einen Hund zu kaufen, kam die von dir oder hat dir das irgendwann empfohlen? Nein, wir hatten eigentlich schon immer einen Hund, also wo ich verheiratet war. Und dann habe ich mich aber getrennt und dann habe ich also gesagt, erstmal kein Hund mehr, weil ich ja eben aus dem Verkehr gezogen war. Und ich hatte den Kindern das eigentlich auch nicht zugetraut, dass die das also so, ne, also so eine Verantwortung übernehmen könnten. Ja. Ne? So, und ja, dann haben die aber nicht nachgelassen. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt, dass ihr Ruhe gebt, kriegt ihr einen Hund. Mhm. So, und dann hat der Sohnemann sich ganz super klasse darum gekümmert, hat die mit ihr auf den Hundeplatz gegangen. Mhm. Und hat sie also so ausgebildet, weil ich also auch körperbehindert bin, auch teilweise im Rollstuhl sitze, hat er sie so ausgebildet, dass sie also wirklich zum Beispiel die Haustür aufgemacht hat, ihr Telefon gebracht hat. Ach so, er hat sie so ausgebildet, damit der Hund dir helfen kann. Ja, wenn also die Mama nicht mehr, Mama wird ja irgendwann mal auch älter und hat ja auch gesehen, dass ich krank war, hat er gedacht, ich muss das Tier jetzt so ausbilden. Verstehe. Also immer für die Mama da. Ey. Also die Mama bist du, ne? Ja. Genau. Also der Hund wurde ausgebildet und du hast dann auch ein enges Verhältnis zu dem Hund aufgebaut. Richtig, also dann habe ich eine Therapie angefangen und dann ist mein Leben also super gut wieder, habe ich mein Leben im Griff gehabt, ne, und habe mich dann richtig intensiv um sie gekümmert. Ja. Er wurde dann ja auch älter und ist dann seine eigenen Wege gegangen, kennt ja die Teenies dann, kein Bock mehr da drauf. Ja. Und so jetzt reden wir wieder vom Sohn, ne? Nicht von dem, von dem Tier. Ja, ja. Ja, hast du gerade gesagt. Ja, und dann war die Schäferhündin natürlich mein Hund. Ne? Also war dann ständig bei mir und ja, und jetzt am 22. Januar diesen Jahr hat man mir sie dann eben überfahren. Ach. Ich bin mit ihr eine Runde gegangen, also eine abendliche Runde, die man eben so geht. Kannst du gehen oder sitzt du immer noch im Rollstuhl? Wenn ich unterwegs bin, sitze ich im Rollstuhl. Ja. In meiner Wohnung oder bei anderen Freunden und so bin ich in der Wohnung immer am Laufen. Ja, okay, was ist dann genau passiert? Ja, und dann bin ich über die Ampel war ich an der Ampel und wollte über die Ampel, es war grün. Und ja, dann hat ein Mercedes-Fahrer ist dann also bei 2 roten Ampeln nach links ausgeschert und hat dann eben sie mit überfahren. Ja. Und du hast das gesehen? Ja, ja, ich bin dann, sie schrie dann, noch nicht sofort tot. Sie schrie dann und ich dann mich auf die Straße dann dahin gesetzt und sämtliche Leute haben dann, die kannten sie auch alle und haben mir dann geholfen. Ich weiß auch nicht, wie ich zum Tierarzt gekommen bin. Ich weiß gar nichts eigentlich mehr. Ne? Also, und das Tier ist dann beim Tierarzt verstorben? Ja, man hat also ich bin mit ihr dann zum Tierarzt, aber die haben dann eine gute Stunde da versucht, mit ihr alles zu machen, aber ging gar nichts. Wann genau ist das passiert? Am 22. Januar dieses Jahr. Und das Tier war 10 Jahre alt? Ja. Mhm.
Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr schlimm und traurig vor, wenn man ja sicher ein sehr enges Verhältnis zu dem Tier aufbaut. Und in deinem Fall, wo du behindert bist, war das dann noch was Besonderes, dass das Tier dir zur Hand ging. Ja, ja. Mhm. Und das Schlimme ist einfach so, dass, weißt du, was ich so ganz schlimm finde, die Versicherung, so, wenn sowas passiert, da wird dann einfach nur gesagt, ja, ein Tier ist ein Gegenstand, also eine Sache, weißt du, und wenn man so ein Tier, die hat mir hier zum Beispiel in der Wohnung das Leben schon gerettet, du musst dir das mal vorstellen, da hilft dir so ein Tier, dass du nicht stirbst, ja, und dann bist du doch dem Tier auch irgendwas, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber man ist dem Tier ja dann auch was schuldig. Schuldig, ja. Ja, klar, man ist ja sicher, ja. Was ist dann mit dem verstorbenen Tier passiert? Ja, pass auf, das wollte ich dir gerade erzählen. Dann habe ich sie verbrennen lassen und habe sie jetzt bei mir in eine Wohnung, in eine Urne. Das hört sich doof an. Nee, nein. Ich bin erstaunt, dass man das kann. Man kann also Haustiere verbrennen lassen und darf dann den... Du durftest also auch mit richtig zur Beerdigung, ne? Also der Mann, der das Tier abgeholt hat, der ist mit dem Tier zu einem zu so jemandem hingefahren und hat das Tier. Ich hätte da mitfahren können. Das wäre nur ein Aufschlag von 150 € gewesen. Aber eben, ich habe das nicht gemacht. Dafür hätte ich nicht. Also mit zu der Verbrennung meinst du? Hättest du fahren können? Ja. Und dann es gibt extra, das wusste ich gar nicht, in Deutschland solche Vorrichtungen, dass man Hunde verbrennen kann, Tiere verbrennen kann. Ja, das weiß ich schon. Ja. Aber mit der Urne, das wusste ich nicht. Und dann darf man das mit nach Hause nehmen und du hast jetzt deine... Bringt dir das richtig nach Hause, das Tier. Wie hieß sie? Diva. War eine richtige Diva. Das war Diva. Und jetzt steht Diva bei dir auf dem Kamin irgendwo. Nein, sie liegt in ihrem Körbchen. Ach, sie liegt in ihrem Körbchen. Ich habe das Körbchen noch alles stehen. Ach, wie rührend. Da habe ich dann Rosenrennen und ihre Spielsachen. Eine Friedhofskerze ist immer an. Ja. Und eben Glämmchen um ihr... sag mal schnell, um das Körbchen, so eine Lichterkette immer an. Und du hast die Friedhofskerze in dem Körbchen stehen? Vor dem Körbchen. Ne? Und das habe ich dann immer an. Und ist, ja, aber das Problem ist einfach, dass eben irgendwas fehlt, weißt du? Ist es denn so, dass du überlegst, dir vielleicht nach einer gewissen Zeit dir einen neuen Hund zu kaufen? Ich muss deswegen jetzt erstmal in einer psychosomatischen Klinik. Ich habe in 14 Tagen dann einen Aufenthalt. Mhm. Weil ich kriege hier gar nichts mehr geregelt, meine Angstzustände sind wieder da. Vielleicht wäre das ein ganz guter Plan, dann perspektivisch danach werde ich wieder einen Hund. Genau, ganz genau. Ja. Aber das auf jeden Fall. Das kann ich gut nachvollziehen, obwohl ich noch keinen Hund hatte, aber ich mag Hunde sehr gerne. Ja, dass man 10 Jahre mit so einem Tier verwoben ist und verbunden ist, dass einem da was, aber enorm was fehlt. Ja, und das Schlimme ist eben, was ich so festgestellt habe, eben in den 10 Jahren, also ein Tier, wenn der Hund so ankam morgens und hat dich geweckt, weil er raus wollte, da ist die Sonne für einen aufgegangen. Aber wenn du so hier jetzt dir einer, ich sag mal jetzt allgemein, guten Morgen aus der Nachbarschaft sagt, dann brauchst du schon gar nicht dran glauben, dass das guten Morgen ist. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Die Menschheit, die ist so verlogen. In der Regel ist es so, gar nicht, ne? Und da kannst du besser 10 Tiere halten, als dass du die irgendwie mit... Und ich habe mich so abgeschottet dadurch und so einsam bin ich jetzt. Ne? Also deswegen ist das ein guter Plan, dass du jetzt in die psychosomatische Klinik gehst, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und hoffe, dass du dann wieder so stabil wirst und dann auch die Kraft hast, wieder einen neuen Hund aufzuziehen und dich um ihn zu kümmern. Ja, auf jeden Fall. Ohne Hund möchte ich gar nicht mehr sein. Oder? Liebe Sophia, ich wünsche alles Liebe, alles Gute und vor allen Dingen gute Besserung. Jo, danke schön. Tschüss. Und noch alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Ja, tschüss. Morgen ist mein Promigast Hans Meiser um 23.45 Uhr hier im WDR-Fernsehen. Und wenn ihr auch gerne mit Hans Meiser sprechen wollt, telefonieren wollt während der Sendung, dann... könnt ihr morgen eine Stunde vor der Sendung schon anrufen, da sind die Leitungen geschaltet, oder ihr meldet uns am besten heute schon unter domian@wdr.de. Hier ist Stefan und Stefan ist 36 Jahre alt. Hallo Stefan. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Einen wunderschönen guten Morgen, Stefan. So, mein Problem ist eigentlich, da muss ich jetzt etwas weiter ausholen, ich wiege zurzeit, nicht mehr, aber ich habe bis vor 3 Wochen 180 Kilo gewogen. Und habe mich jetzt einem amerikanischen System angeschlossen, was Ernährungsumstellung macht. Ich weiß nicht, ob man den Namen nennen darf. Ja, sag ruhig. Weight Watchers.
Ja, gut, die sind ja bekannt, ja. Mhm. Ja, okay. Bin da also super zufrieden mit, habe in den 3 Wochen jetzt 11 Kilo abgenommen, was am Anfang natürlich vollkommen normal ist, ist logisch. Ja. Und jetzt fängt es halt an, in meinem Privatleben so ein bisschen zu kriseln, weil ich bin also seit 13 Jahren glücklich verheiratet. Meine Frau hat kein Problem damit irgendwo, braucht keine Angst haben. Ich bin zwar ständig in Deutschland unterwegs, braucht keine Angst haben. Ich habe sie also noch nie betrogen irgendwo. Und jetzt ist es halt so, dass meine Frau... Bist du denn, lass mich mal fragen, bist du immer schon, also solange ihr zusammen seid, schon so übergewichtig gewesen? Nee, also sag ich mal, es ist, während wir verheiratet sind, sind circa, ich sag mal, circa 50 Kilo dazugekommen. Ach so. Ich bin halt Koch vom Beruf, bin bundesweit unterwegs für eine Firma, die Töpfe und Pfannen herstellt und bin froh für Koch. Und dann nascht man schon mal ein bisschen mehr als man. Nee, als aber man isst am Tage relativ wenig, aber dann abends halt sitzt man im Hotel, so wie jetzt halt auch. Gut, um die Uhrzeit esse ich nicht mehr, aber man isst dann halt abends und dann auch mal das eine so, oder andere Bierchen und so. 13 Kilo abgenommen. 11. 11 Kilo abgenommen. 11 genau. Kilo abgenommen. 11 Kilo abgenommen in relativ kurzer Zeit. Jetzt kriselt die Ehe. Warum? Naja, es kriselt nicht die Ehe, sondern meine Frau ist also noch nie eifersüchtig gewesen. Sie sagt jetzt aber, dadurch, dass ich unterwegs bin und jetzt ja immer attraktiver für andere Frauen werde, hat sie halt einfach... Also wäre ihr lieber gewesen, wenn du dick geblieben wärst, weil sie dann denkt, die anderen Frauen stehen da nicht so drauf. Richtig. Und mein Problem ist jetzt einfach, ich kann mit dem Thema auch nicht mit ihr reden. Und aber das ist doch ein bisschen absurd, ne? Ich meine, das ist doch eine tolle Sache. 180 Kilo ist verdammt viel. Richtig. Wie groß bist du? Ich bin auch ca. 1,80. Ja, okay, aber es ist wirklich viel zu viel, auch für die Gesundheit. Dann ist es doch toll und dann müsste sie sich auch eigentlich freuen, wenn ihr Mann Ist ja das Paradoxe. Auf der einen Seite lobt sie mich immer, wenn ich dann wöchentlich vom Wiegen komme, wenn ich dann was abgenommen habe. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es dann in Anführungszeichen diese Vorwürfe, so nach dem Motto, ja, jetzt musst du wieder weg und jetzt sind da ja auch andere Frauen, weil ich arbeite halt auch häufiger in Kaufhäusern, wo es dann halt so ist, dass das natürlich auch Verkäufer. Ja, unterstellt sie dir denn wirklich, dass du jetzt, seitdem du ein bisschen dünner geworden bist, ist auch noch nicht so wahnsinnig viel, dass du jetzt irgendwie schon fremd gehst? Verstehe ich gar nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Weil wenn ich sie darauf anspreche und sage, was ist denn konkret dein Problem? Rede doch mit mir. Ja, ja. Dann kann sie mir keine Fakten nennen irgendwo. Und ich schwöre dir auf alles, was mir heilig ist. Wie gesagt, wir sind 13 Jahre glücklich verheiratet. Ich habe meine Frau noch nie einen Anlass gegeben irgendwo. Ich bin nicht fremdgegangen oder sonst irgend sowas. Gut, ich sag mal, als guter Verkäufer musst du natürlich auch immer mit anderen Frauen irgendwo flirten. Aber warum soll ich mir nicht eine hübsche Frau angucken? Wenn du das nächste Mal zu ihr sagst, hier sind wieder 5 Kilo runter oder 10 Kilo runter. Dann werde ich davon ausgehen, dass sie mir den Koffer packt. Nein, so über. Nein, aber da wird die Stimmung bei ihr immer mehr sinken, oder wie? Ja, definitiv. Ja, das ist ja absurd. Das ist ja wirklich absurd. Ja, da müsst ihr ja wirklich Tacheles reden. Ja. Da müsst ihr wirklich Tacheles. Wenn sie äußert sich nicht wirklich konkret, ne, wie du es mir gerade gesagt hast. Das ist so die Vermutungsschiene aufgrund ihrer Andeutungen, die sie gemacht hat. Mhm. So, dann würde ich an deiner Stelle das wirklich auf den Tisch legen. Pass auf, ich vermute, so und so und so und so ist das, so wie du es mir gerade auch gesagt hast. Mhm. Und dann würde ich sagen, wir sind 13 Jahre verheiratet. Wir lieben uns, ich liebe dich. Ich bin dir noch nie fremdgegangen. Und ich werde dir auch verdammt nochmal nicht fremdgehen, wenn ich jetzt 50 Kilo weniger wiege. Richtig. Und das gehört eben dann auch wirklich zu einer Liebe, einer guten Beziehung dazu, dass man dieses Vertrauen dann auch aufbaut. Mhm. Weil das ist ja ein völlig verrücktes Verhalten ihrerseits. Sie können ja nicht letztendlich intuitiv oder hintergründig fordern, dass du dick bleibst oder noch dicker wirst. Ja, eben. Das ist es. Und ich, wie gesagt, ich mache es ja nicht, um jetzt für andere Frauen irgendwo attraktiver zu sein, sondern halt einfach für meine Gesundheit. Mm. Ich habe zwar bis jetzt noch keine Probleme. Ich bin auch sehr engagiert im Roten Kreuz, auch aktiv als Sanitäter. Also ich weiß ja, der Risiken bin ich mir natürlich bewusst, was 180 Kilo für den Körper auch ich mir selbst antue letztendlich. Es hat halt relativ spät Klick gemacht, nur ich weiß halt nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Ja. Ich bin also schon am Überlegen, sage ich ganz ehrlich, diese Geschichte irgendwo abzubrechen mit dem Abnehmen, weil ich einfach keine Lust habe, letztendlich meine Beziehung bzw. meine Ehe aufs Spiel zu setzen. Ja, aber so darf es nicht kommen. Das finde ich völlig falsch. Völlig absurd auch. Ja. Ich finde gut, dass das... Aber ich denke, du kannst verstehen. Ich kann verstehen, ja, aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist jetzt nicht wieder zurückzugehen und wieder dick zu werden, eben. Nur damit die Frau stillhält. Das ist ja völlig, völlig bescheuert. Ja. Ich finde, dass du nochmal reden musst, dass ihr nochmal richtig reden müsst. Und wenn das dann immer noch nichts nutzt, dann geht in eine Eheberatungsstelle. Ja.
Dann geht, ja, geht zu einer neutralen Person, die mit euch bespricht und die ihr auch ein bisschen hilft, vielleicht das zu verstehen, weil so darf es nicht sein. Es ist ein toller Erfolg, dass du es geschafft hast, und wenn du noch mehr schaffst, was ist dein Ziel? Wie viel möchtest du runter? Möchtest du das wirklich wissen? Ja, na klar. Also ich, wie gesagt, habe ja 180 Kilo gewogen und mein Ziel ist eigentlich 100 Kilo. 100 Kilo? 100 Kilo, also 80 Kilo müssen weg, das sind viel gepackte Urlaubskoffer. Ja, dann, wie gesagt, ja, das muss man sich mal vorstellen, viel gepackte Urlaubskoffer. Das schleppst du immer mit dir rum. Ja. Und das sind deine Gelenke und deine Gesundheit, dein Herz und dein Kreislauf. Und das ist ja das Verrückte. Also ich merke jetzt die sagen wir jetzt 10 Kilo vom Prinzip, also sind 11, aber die 10 Kilo, die merkt man also allein schon beim Treppensteigen und solche Geschichten. Prost. So, und das kann wirklich in allen Ernstes ihr Anliegen sein, dass du weiter deinen Körper belastest. Also, ja, reden und wenn das nichts nutzt, zu einer Beratungsstelle gehen. Und wir versorgen dich gerne erstmal eben noch mit einer Anschrift in deiner Nähe mit einer Beratungsstelle. Ja, super. Und dann kannst du es entscheiden und ihr vorschlagen und dann geht ihr zusammen dahin. Ja, hört sich gut an. Du legst auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich zurück und dann könnt ihr noch ein bisschen reden. Okay? Ich bedanke mich. Alles Liebe und alles Gute, Stefan. Super. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir 1.30 Uhr. Jetzt machen wir mal etwas ganz Ungewöhnliches in dieser Sendung. Wir unterbrechen den Telefontalk. Und ich bitte jetzt mal jemanden hier zu mir ins Studio, nämlich meinen langjährigen Redakteur Wolfram Spikowski, der von dieser Aktion gar nichts weiß und jetzt wahrscheinlich in der Regie zusammengezuckt ist und sagt, wow, ich muss jetzt da rein. Ich bitte ihn ganz einfach mal hierher zu kommen. Die Tür geht auf und ich habe auch gleich hier noch ein Stühlchen parat gestellt, damit er sich da hinsetzen kann. Jetzt hast du mich wirklich geschaut. Ja. Komm mal schön nah ran, damit man dich auch sieht. Ja. Ihr Lieben, die Stammzuschauer werden diesen Namen schon sehr oft gehört haben, Wolfram Spikowski. Wolfram Spikowski hat mich 8 Jahre lang hier in dieser Sendung begleitet und war jede Nacht hier mit mir zusammen. Und jetzt verlässt er mich leider, weil er andere berufliche Pläne hat. Und ich wollte mich jetzt hier auch vor unserem Publikum, das ist unser Publikum, ganz herzlich bei dir bedanken für die 8 Jahre und für den Einsatz und für die Höhen und Tiefen, die wir miteinander durchgestanden haben und durchgemacht haben. Das hast du sehr schön gesagt und ich gehe natürlich auch wirklich eigentlich schweren Herzens. Es war eine super tolle Zeit, es waren verdammt schöne Jahre und du hast es gesagt, irgendwann gibt es im Leben einen Zeitpunkt, wo man dann einen Schnitt macht, aus welchen Gründen auch immer, und der ist jetzt leider da und ich bin wirklich ein bisschen traurig. Es ist die letzte Nacht heute, die wir zusammen verbringen. Ja. Wir hatten vorige Woche, 10 Jahre 1 live und da gab es eine Gala in Essen und da habe ich schon mal gesagt, dass sehr viele Menschen, die vor der Kamera arbeiten, vor dem Mikrofon immer sagen, ja, die Leute im Hintergrund sind ganz wichtig. Ich sage das wirklich mit ganz, ganz großer Aufrichtigkeit, dass ich das so sehe. Ich glaube, es gäbe die Person Domian, das Medienprodukt Domian und diese Sendung nicht, wenn es nicht meine tollen Mitarbeiter im Hintergrund gäbe und wenn es dich nicht gegeben hätte. Du hast die Fäden gehalten im Hintergrund, du hast uns vor mancher Panne bewahrt und hast immer alles so gemacht, dass der Laden hier gut läuft. Ich sage ja, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde es eigentlich lieben gerne auch noch weitermachen. Ich werde vor allen Dingen vermissen, mich mit dir zu unterhalten über unsere Schlafprobleme. Also, wir beide leiden neurotisch fast schon, ne, unter Schlafproblemen. Und da wir durch diese Sendung einen extrem veränderten Lebensrhythmus haben, das heißt, wir kommen wirklich immer erst sehr früh ins Bett, ich schlafe sehr schlecht und du schläfst auch sehr schlecht. Und unsere obligatorische Frage war immer, wenn wir uns dann zur Sendung getroffen haben am Abend. Und wie war der Schlaf? Und wie war der Schlaf? Und in der Regel war es dann nicht so gut. Ne? Und es war ja nicht immer schlecht. Nein, es gab ja auch Nächte und Phasen, wo es gut geklappt hat. Ja. Ne? Aber leider Gottes waren dann doch viele Nächte irgendwie nicht so toll. Klar. Jetzt fragen sich natürlich die Leute, wo geht er hin? Was macht er? Ja, ich gehe jetzt ins Landesstudio Essen des Westdeutschen Rundfunks und arbeite dann wieder in der Berichterstattung als Reporter, mache Nachrichten und wechsle also wirklich wieder ein bisschen so die das Geschäft. In der Nacht demnächst, wenn wir hier sprechen und senden, wirst du... Schlaf ich schlummern. Was nicht heißt, dass ich die Sendung nicht mehr verfolgen werde. Die werde ich mir schon aufs Interesse noch oft genug angucken, glaube ich. Also Jürgen, dir auch herzlichen Dank für all die Jahre. Wirklich, es war toll und hat mir riesig Spaß gemacht.
Alles Gute und wir verlieren uns nicht aus den Augen. Und nochmals vielen, vielen Dank für die gute Zeit und die gute kollegiale Zusammenarbeit. Jetzt machen wir Schluss. Jetzt kommen die Tränen in die Augen. So, ihr Lieben, das war so eine kleine Insider-Geschichte, aber lag mir jetzt sehr am Herzen, weil er wirklich jede Nacht seit so vielen Jahren hier mit mir zusammenarbeitet und die ganze Sache hier schaukelt. So, jetzt machen wir weiter mit Mascha. Und Mascha ist 30 Jahre alt. Hallo Mascha. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Mascha. Also ich hoffe, vielleicht kannst du mir ein bisschen Klarheit in meine Situation jetzt bringen. Ja, so kurz zur Geschichte. Also das hat vor ein Jahr angefangen und da habe ich eine lange Beziehung zu meinem Ex-Freund Stefan wegen einem anderen Mann aufgegeben. Wir haben da ein bisschen Probleme gehabt und im Endeffekt, irgendwie war mir die Beziehung langweilig. Und der wahren Grund habe ich ihm nicht gesagt. Ich habe gesagt, das passt mir alles nicht zusammen und ich möchte einfach nicht. Und ja, mit dem Max war ich eine Zeit lang sehr glücklich eigentlich. Ja. Sogar zu glücklich, ja, um das wahr zu sein, aber dieses Glück war auch sehr kurz. Nach ein paar Monaten habe ich dann bemerkt, dass seine Gefühle irgendwie nachgegeben haben und es wiederum für ihn war die Beziehung langweilig. Ich habe ihm angesprochen, habe versucht, die Beziehung zu reden, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Deswegen habe ich wieder Kontakt zu meinem Ex-Freund aufgenommen. Wie lange warst du eigentlich mit dem Ex-Freund zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Okay. Und, also mit dem Neuen, das hat ja nicht geklappt. Abgebrochen, aus und vorbei. Ja. War ein Strohfeuer sozusagen. Und dann wieder Kontakt mit dem Alten aufgenommen. Ja, und das hat der Max hat es auch nicht mitbekommen. Also ich habe es wirklich alles verheimlicht. Wer ist jetzt Max? Der Max, das war diese zweite. Der, aha. Ja, das heißt, von Stefan habe ich Max verheimlicht, von Max habe ich Stefan verheimlicht. Ach so. Ja, das macht die Geschichte deswegen auch so kompliziert, weil die beiden, also wir haben mit einem und den anderen habe ich gute Beziehungen. Also wir haben uns eigentlich gut verstanden. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt? Mit wem hast du jetzt Kontakt? Mit beiden. Mit beiden. Auch einen erotischen Kontakt mit beiden? Ja. Das heißt, du bist mit beiden Männern zusammen? Ja. Du bist im Moment mit beiden Männern zusammen? Beide Männer wissen nichts voneinander? Nein. Aha. Und das macht mich natürlich schon fertig, weil ich bin von Natur her ziemlich, also ganz treu und ehrlich und normalerweise wurde ich immer diejenige, die betrogen wird. Verstehe schon. Wie lange läuft das denn jetzt so parallel? Nach diesem Hin und Her mal aus und mal wieder ja und nein und wie lange laufen jetzt beide Sachen parallel nebeneinander her? Ich würde sagen so 4 Monate. 4 Monate schon? Ja. Wohnen die beiden auch in deiner Stadt? Nein, das ist deswegen, ein von denen wohnt anderswo und der andere anders. Also sie. Dennoch musst du natürlich rumjonglieren mit deinen Terminen, mit den freien Abenden und den Wochenenden und so weiter. Und den einen musst du so belügen, den anderen wieder so und hin und her. Ja. Das kannst du natürlich auf Dauer nicht machen, Mascha. Ja, das weiß ich. Deswegen, also ich muss mich dringend entscheiden. Und das geht natürlich um Personen und jeder von denen hat Marken und jetzt auch die guten Seiten. Nur die Gefühle habe ich natürlich für den Max, für diesen neuen Mann, für den ich meine alte Beziehung aufgegeben habe. Aber so wie ich erzählt habe, seine Gefühle waren für mich nicht stark genug. Also ich habe auch eine Zeit lang ihn sehr drauf hingewiesen und angesprochen. Aber dennoch, auch wenn seine Gefühle nicht so stark für dich waren von dem Neuen, ist er dann wieder zurückgekommen zu dir? Auch, ja. Jetzt schwört er, dass er mich liebt und er möchte mich heiraten und wieder zurück und alles für mich tun und möchten, also tun und machen. Also raus in Kartoffel, raus und rein in die Kartoffel, raus aus der Kartoffel. Ja, genau. So kann man sagen. Wo ist denn dein Herz am meisten verankert? Ja, genau bei den Schlechteren anscheinend. Also dem, den ich nicht so sehr vertraue. Dem Neueren? Ja. Obwohl in der Beziehung werden für mich viel mehr Probleme entstehen, weil der ist nicht so bodenständig und hat nicht so gute Voraussetzungen für eine richtige Beziehung, also so Familien und Kinder und so, da kann ich, also ich habe einfach kein Vertrauen. Ja, was meinst du denn, warum nicht es, warum es dich mehr zu diesem Neuen hinzieht? Was macht dich denn da mehr an dem? Weil vom Typ her passt der mir besser, das sagen auch alle, also die uns kennen, weil wir haben ein bisschen mehr Interessen, so gemeinsame Interessen und als Mann zieht der mich mehr an, auch im Bett. Das heißt, du schläfst lieber mit dem Neuen als mit dem alten Freund? Ja. Das ist natürlich immer schon ein großes
für einen Anfang ein gewichtiges Argument, wo die Erotik am stärksten ist, wo die erotische Spannung am stärksten ist. Wobei man auch noch hinzusagen muss, mit dem anderen bist du ja auch schon 3 Jahre vertraut. Und ja. Wenn du mit dem Neuen erstmal 3 Jahre vertraut bist, weiß man auch nicht, ob die erotische Spannung dann noch so ist, wie sie jetzt ist. Genau. Da muss man auch alles unterscheiden. Ne? Und ich weiß, dass der Alte, er hat eigentlich sehr lange gewartet, bis ich wirklich zu ihm zurückkomme. Und hat wirklich treu gehalten und ich weiß, dass er mich sehr liebt und für mich alles machen wird. Mhm, so. Also da bin ich sicher, da kann man auf ihn, also was, wenn man so die ernste Beziehungen und Familie und Kinder, mhm. dann kann man auf den Eltern dann eher verlassen. Ja, mhm. Man kann mit ihm. Also ich höre daraus, der Kopf sagt eindeutig Ja zu der alten Beziehung und der Bauch, das Gefühl, die Schmetterlinge sagen Ja zu der neuen Beziehung. Genau. Das ist aber eine schwere Entscheidung, die dir von außen überhaupt nie mehr abnehmen kann. Das weiß ich. Das sagen ganz mir auch alle, klar. Ja, das ist aber ich schwebe schon seit was man nur von außen sagen. Was man nur von außen sagen kann, ist, dass du das wirklich so schnell wie möglich unterbinden musst. Weil du einfach, du betrügst den einen und du betrügst den anderen und du stehst selbst vor dir auch nicht gut da. Überhaupt nicht. Überhaupt also ich bin überhaupt nicht zufrieden und die Situation macht mich fertig. Ich kann mich auf alle anderen Sachen nicht... Wenn du jetzt das den Jungs erzählst, wenn du dem einen von dem anderen erzählst und dem anderen von dem einen, was passiert dann? Die beiden werden mich verlassen, weil sie denken, ich bin sehr ehrlich und sehr treu und zuverlässig. Mhm. Und also das wird die beiden Beziehungen. Aber ich möchte da nicht auf so Details eingehen, aber ich muss einen von denen wählen. Es ist wirklich also gibt es jetzt für dich nur die Möglichkeit, dass du dich schnell entscheidest? Es gibt nicht die Möglichkeit für dich, dass du wirklich die Wahrheit auf den Tisch legst? Nein, mhm. weil das wird mir mehr Probleme bringen und außerdem, wie gesagt, die beiden, ich weiß nicht, ich habe für die beiden Gefühle, für einen mehr, mhm. für anderen weniger. Ja, aber du bist in der komfortablen Lage, dass die nichts voneinander wissen. Es ist nicht komfortable Lage, ich fühle mich sehr, sehr schlecht. Ja. Aber die komfortable Lage, dieses Gefühl wäre völlig aufgebrochen, wenn die beiden Jungs voneinander wüssten. Also insofern geht es dir noch relativ gut. Aber du musst es entscheiden und du musst es ganz schnell entscheiden. Ja, das weiß ich. So, aber selbst wenn du es dann entscheidest, gehst du natürlich in diese neue Beziehung, mit wem auch immer, in diesen neuen Abschnitt, schon mit einer Lüge rein, ne? Genau, das hat mich, aber ich habe gesagt, okay, vielleicht kann ich das irgendwie verdrängen. Mhm. Ja, und das ist jetzt die Frage. Letztendlich wäre der absolut saubere Weg, wäre das natürlich zu gestehen. Das wäre mutig und das wäre groß und das wäre eine saubere Lösung. Ja, aber es wäre auch Ende. Es wäre ein großes Risiko wahrscheinlich. Mhm. Es ist nicht, also das wird einfach Ende, weil die Beziehung ging es immer um Ehrlichkeit und Offenheit. Und wenn ich sage, es ist zeitlang... Betrüge ich. Weißt du, wenn ich jetzt böse wäre oder böse sein wollte, dann würde ich sagen, okay, da musst du das halt, du hast dich da jetzt so reingeritten, dann musst du das halt auch ausbaden. Ja, nee, das verstehe ich auch, bin auch bereit, nur ich möchte trotzdem mit einem von denen so, bleiben. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du es nicht offenlegen willst, was die richtige Lösung, die absolut richtige Lösung wäre, dann musst du morgen eine Entscheidung treffen. Nicht übermorgen, morgen. Ja. Und wen, das kann ich dir nicht sagen. Aber du musst morgen eine Entscheidung treffen. Kein Aber. Es ist, und das ist egal, dann kann man nicht, es wird schwer zu sagen, was die richtige Entscheidung wäre. Mhm. Oder es geht darum gar nicht mehr, ob es richtig ist. Natürlich geht es um die richtige Entscheidung. Aber da kann dir kein Mensch von außen einen Rat geben, was die richtige Entscheidung ist. Ja, aber ich habe irgendwie Gefühl, dass ich zwischen Liebe und Bequemlichkeit auswähle, weil Liebe, also die Beziehung, wo ich mehr jemanden liebe und Gefühle habe, verbunden auch mit Konflikten und Problemen sind, ist und die andere ist eher so bequemes Leben, weil da habe ich alles und ich werde gepflegt. Dann entscheide dich für die Liebe. Dann entscheide dich für die Liebe. Okay. Das ist auch klare Aussage, ja. Ja, dann entscheide ich. Wenn du das so formulierst, ich stehe zwischen der entweder Liebe oder Bequemlichkeit, dann ist für mich die Antwort einfach. Dann entscheide ich für die Liebe. Aber ist es besser, dass ich jemanden liebe und der andere liebt mich weniger oder dass ich weniger liebe und der andere sicher bin, dass der andere mich liebt? Also man sagt immer, ja, für die Frauen ist es immer besser, dass sie mehr geliebt werden, als sie selber lieben. Das Optimale ist natürlich... Wenn das gleichrangig ist. Aber es gibt vielleicht auch nie sowas.
Sehr selten, in der Tat, hast du recht. Das wäre ideal, aber ich habe wirklich in meinem Freundekreis sowas noch nie getroffen, leider. Mhm. Traurige Wahrheit. Entscheide dich für die Liebe in diesem Fall. Ich glaube, dass ich das von außen so sagen kann, nach dem, was du mir alles erzählt hast, jetzt, Mascha. Aber viele sagen, Liebe hält nicht so lange, diese Sehnsucht und aber du kannst dich jetzt nicht absichern. Du willst eine Versicherung haben. Genau. Also ich würde schon gerne wissen, dass meine Familie, dass ich das sicher habe. Und das geht nicht. Und das läuft nicht eben. Dass der Mann nicht nach einem Jahr auch wegläuft. Genauso wie das mit Neuem nach ein paar Monaten passiert ist. Und aber die Sicherheit kann dir niemand bieten, Mascha. Niemand. In Sachen Liebe. Liebe ist immer auch Risiko. In diesem Sinne. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Gute Entscheidung für dich, wünsche ich dir. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Katja. Katja ist 30. Hallo Katja. Hallo Domian. Hallo Katja. Und was geht's bei dir? Ja, was geht's bei mir? Ich vermisse mein Leben. Mein Leben so, wie es bis 2003 eigentlich noch war. Das habe ich also kurzfristig nicht verstanden. Sag's nur mal, was ist mit dem Leben seit 2003? Ich vermisse mein Leben so, wie es war bis 2003. Bis 2003 habe ich eigentlich mit beiden Beinen fest auf dem Boden gestanden. Ja. Ich bin arbeiten gegangen. Ich habe eine 11-jährige Tochter. Mhm. Ich habe mehr oder weniger nur für mein Kind gelebt und gearbeitet, habe mit der viel unternommen. Und seit 2003... Ich habe einen korrosen Bekanntenkreis, Freundeskreis, ich bin viel weggegangen, alles schlagartig vorbei. Warum? Angefangen hat es damit, dass der Vater meiner Tochter im März 2003 beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Mhm. Wart ihr zusammen zu der Zeit noch? Nein, wir waren nicht mehr zusammen, aber wir haben uns so weitgehend sehr gut verstanden. Mhm. Und ja... Dann war das und ich bin schon seit Kindheit an krank, aber harmlos krank. Magen und 12-Fingerdarm-Geschwüre, das ist harmlos gewesen. Mhm. Und im Oktober 2003 habe ich auf der Arbeit angefangen, habe Blut gebrochen, bin dann ins Krankenhaus gekommen, dann kam dann die Hiobsbotschaft Magenkrebs. Oh. Im Alter von 30? Ja. Mhm. Da war ich erst 29. Mhm. Wie geht's dir denn jetzt mit den Krankheiten im Moment? Schissen. Mhm. Ich bin dann operiert worden, habe den größten Teil vom Magen und den 12-Fingerdarm rausgenommen gekriegt. Mhm. Danach ging es mir 4 Wochen, kann man sagen, einigermaßen gut. Und nach 4 Wochen hatte ich das erste Geschwür wieder an der Narbe, wo die zusammengenäht haben. Und das schlägt sich jetzt so durch seit Januar 2004. Muss ich jetzt alle 6 Wochen in eine Klinik, einen Schlauch schlucken, dann werden Gewebeproben genommen. Mhm. Und ja, ich war vorher, kann man sagen, ein bisschen übergewichtig. Ich hatte 94 Kilo. Ja. Mittlerweile habe ich noch 59. Ich kann kaum was essen. Mhm. Liege mehr oder weniger nur noch rum. Ich versuche, mein Bestes zu geben für meine Tochter, mit der noch was zu machen. Aber oftmals. Wie alt ist die Kleine? Die wird im September 12. 12 schon. Mhm. Mhm. Das heißt also mit dem Todesfall von deinem Ex-Partner begann die schlimme Zeit für dich. Ja. Mhm. Jetzt sag mir das nochmal zu der Krebserkrankung des Magens. Ist der Krebs denn im Griff? Der ist weg. Der ist weg. Mhm. Das ist weg. Was da jetzt nachgewachsen ist oder nachgewuchert ist, das nennt sich Anastomosenulkus. Mhm. Und das ist bisher seit der Operation immer gutartig gewesen. Mhm. Ich muss, also wie gesagt, alle 6 Wochen zum Schlauch schlucken, dann werden auch immer wieder Gewebeproben genommen und geguckt, wird es besser, wird es schlechter. Wie geht denn deine 12-jährige Tochter damit um, dass die Mutter, die Mama, doch so krank ist und auch seelisch ziemlich am Boden liegt? Ich weiß nicht. Ist aufsässig geworden. Ich habe nicht mehr immer so den richtigen Draht zu ihr. Mhm, mh. Ich muss natürlich auch ehrlich gestehen, dass auch viel da meine Schuld ist. Mhm.
Hast wo ich früher mich hingesetzt habe und habe die Nerven behalten und habe gesagt, wir machen das jetzt so oder so. Und wenn das heute nicht klappt, dann ja, verliere ich dann auch schon mal die Nerven. Mhm. Was heißt das, du verlierst die Nerven? Dann schweige ich die auch schon mal an oder schicke die in ihr Zimmer oder gebe Hausarrest, was ich sonst so nicht gemacht habe. Ich entschuldige mich dann zwar hinterher, weil ich weiß, dass das nicht richtig ist. Aber dennoch ist es passiert, ne? Ja, aber es ist halt passiert. Und wenn man so durch schicksalhafte Umstände oder durch das Schicksal in eine Unglücksphase gerät, wie du das jetzt offensichtlich zu sein scheinst, gibt es schon Menschen, die damit nicht alleine umgehen können und die das nicht schaffen, sich dem zu stellen? Hast du darüber nachgedacht, dass du dir von außen Hilfe holst? Ja, ich bin schon gelaufen vom Pontius zu Pilatus, weil die Ärzte mir sagen, ich muss damit leben. Der eine sagt, wir müssen nochmal nachoperieren. Der andere sagt, um Gottes Willen nicht, das ist viel zu gefährlich. Nee, ich meine jetzt gar keine medizinische Hilfe, sondern ich meine eine psychologische Hilfe. Dass die einfach jemand da ist, der dir seelisch zur Seite steht, der dich aufbaut, der auch immer da ist, wo du jede Woche mal eine Stunde hingehen kannst, wo du dich unterhalten kannst, so wie wir beide jetzt auch uns unterhalten, wo du dich vielleicht auch austauschen kannst über die Probleme, die du mit deiner Tochter hast. So meine ich das. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber du hast ja hier angerufen. Ne? Das ist ja auch schon so ein mehr oder weniger ein Hilferuf. Zumindest die Sehnsucht, das mal alles zu besprechen oder mal auszusprechen. Ja. Also ich denke schon, wenn man wirklich in so ein Tief hineingezogen wird, dass es völlig legitim ist, sich Hilfe zu holen von außen, wenn man es alleine nicht schafft. Und wie du es jetzt geschildert hast, bist du ja nun wirklich arg gebeutelt durch die Erkrankung. Und es taucht immer wieder auf und immer wieder. Und man hat die Angst im Nacken, was vielleicht noch alles passieren könnte und so weiter. Ich würde dir sehr gerne meine Psychologin jetzt gleich mal geben, die dir dann wiederum ein paar Ratschläge weiterreichen kann, wo du dich hinwenden könntest, was du unternehmen kannst und so weiter. Ja, gerne. Also ich fände es toll und gut auch für dich, wenn du dir von außen Hilfe suchen würdest und wenn es klappen könnte. Ja. Ja? Dann legst du bitte auf und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Ist in Ordnung. Okay. Ich danke dir, Jan. Katja, alles Gute. Wirklich alles Gute von Herzen. Ja, und nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem 10-jährigen Bestehen. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Okay, tschüss. Hans Meiser, ihr Lieben, ist morgen mein prominenter Gast um 23.45 Uhr hier im WDR-Fernsehen. Stellt er sich meinen Fragen und euren Fragen. Wenn ihr ihn etwas fragen wollt, wenn ihr gerne mit ihm sprechen wollt, dann meldet euch bei uns. Entweder morgen eine Stunde vor der Sendung, da sind die Leitungen geschaltet, oder heute schon per Mail unter domian@wdr.de. Schreibt bitte auch eure Telefonnummer dann auf die Mail drauf. Hier ist Rachel und Rachel ist 24. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Domian. Hi. Warum hast du angerufen? Ja, mein Problem ist, ich bin mit einem Mann zusammen, das ist seit verheiratet. Wir haben also Affäre seit 6 Jahren. Also ihr habt eine Affäre und er ist verheiratet? Er ist verheiratet, ja. Und ihr seid seit sechs Jahren seid ihr schon zusammen? Ja. Und so lange ist er auch schon verheiratet? Also der ist schon noch 2 Jahre, also 8 Jahre insgesamt ist er verheiratet. Ist er verheiratet, oder? Wie alt ist er? Der ist 36. Mhm. Mhm. Das heißt, ihr habt 6 Jahre eine heimliche Beziehung? Ja, und seine Familie, also der ist Ausländer, genau wie ich. Mhm. Und seine Familie hier, teils Familie, die kennen mich schon und für sie ist anscheinend kein Problem und die haben auch Probleme mit seiner Frau. Moment, die Familie weiß aber nicht, dass du seine Geliebte bist. Na doch, seine Familie schon. Also seine Geschwister und Kinder. Ach, die wissen das. Die wissen das. Und weiß die Frau auch davon, dass es dich gibt als Geliebte? Nein, das nicht. Das nicht. Und die Familie ist nicht wütend auf ihn oder auf dich? Nein, also die sehen mich also ohne Problem, die sehen mich alles seine richtige so Frau sozusagen. Warum ist er noch verheiratet? Ja, das ist ja das Problem. Er sagt, dass er die Frau überhaupt nicht liebt, dass die Liebe vorbei ist und der ist ja, wie gesagt, Ausländer. Mhm. Und der plant seine Zukunft in sein Heimatland und ich soll nur Geduld haben und ich kann natürlich nicht warten, das ist für mich viele, viele Jahre. Ich bin alleinerziehende Mutter und... Ach, du hast auch noch ein Kind? Ja, ich habe ein Kind und das... Aber aus einer anderen Verbindung?
Ja, schon vorher schon. Vorher schon, ne? Ja, das Problem ist auch, dass mein Kind ihn wie eine Vater sieht. Mhm. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie versucht er, dich hinzuhalten? Ja, dass ich Geduld haben soll, bis er seine Plan in seinem Heimatland klappt und dann wäre alles okay. Aber dann kommt denn nicht seine Frau und sein, er hat auch Kinder? Das Problem ist, er ist jetzt vor kurzem Vater geworden. Mhm. Von 4 Monaten. Zum ersten Mal? Ja. Oh. Aber wenn er dann in sein Heimatland zurückgehen will, dann kommt doch seine Frau und sein Kind auch mit, oder wie stellt er sich ein? Nein, das natürlich nicht. Ich wäre ja dann seine Frau, also seine Meinung nach. Also, das sagt mir auch... Aber warum geht das erst dann im Heimatland? Warum geht das nicht hier? Also, der arbeitet ja hier schon, der ist Geschäftsmann und seine Zukunft plant ja in sein Heimatland zurückzugehen und dort zu leben. Verstehe schon, aber ja. Wieso... nimmt er dann seine Frau nicht mit in sein Heimatland? Das wäre doch normal. Die Frau lebt doch auch in Deutschland. Ja, schon, ja. Da sagt er ja, dass er sie nicht mehr liebt, aber so einfach ist er nicht zum Scheiden und... Also der Hintergrund meiner Frage ist, wenn er sie verlassen kann, für den Fall, dass er in sein Heimatland geht, kann er sie doch jetzt auch verlassen? Ich verstehe die Logik nicht. Natürlich kann er das verlassen. Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, sie haben zum Beispiel, weil er so... geschäftlich sehr unterwegs ist, wir sehen uns ja selten, also Kursen zum Beispiel vor 6 Wochen geht er weg, kommt zurück vor 2 Wochen und wieder vor 4 Wochen und so weiter. Wir können uns so richtig nicht so aussprechen, ja. Was meine Probleme, sage ich natürlich. Ich habe auch mehreres Mal Schluss gemacht und immer wieder angefangen. Wir müssen wir nochmal klarstellen, das ist nicht eine kleine Affäre von ein paar Monaten, das geht 6 Jahre so. Natürlich, ich bin inzwischen richtig kaputt. Ich habe auch eine Familie hier, also Schwester und Bruder. Mhm. Und die kennen ihn schon lange schon, aber die wissen nicht, dass er auch eine Frau hat und ein Kind bekommen hat. Und das ist auch mein Problem. Und lass mich fragen, wenn er diese Frau überhaupt nicht mehr liebt, wieso ist die denn gerade noch eben schwanger geworden von ihm? Ja, der meint ja, also das ist komisch ein bisschen, das ist auch kindlich. Der sagte mir so, dass er das Kind überhaupt nicht geplant war, dass sie einfach schwanger geworden ist. Und er hat auch gesagt, die soll abtreiben, er will nicht. Und sie hat ihm gesagt, ja, ob du willst oder nicht, behalte ich ihn. Und ich will ihn auf meinen Namen und so weiter. Aber das glaube ich natürlich nicht. Ja, das klingt aber nicht gut alles. Natürlich, ich habe auch sehr schlechte Gewissen wegen seiner Frau auch. Stopp. Ich glaube, das schlechte Gewissen muss er haben. Mhm. Wenn er 6 Jahre so verlogen lebt, dann ist er erstmal der Hauptschuldige. Ja, und du solltest das nicht so lange mitmachen. Ja, das ist ja mein Problem. Ich versuche, also ich bin nicht ständig so richtig unglücklich. Seit ich ihn kenne, also ich habe niemanden, also sexuelle Kontakt gehabt. Mhm. Also ein ganzes Jahr habe ich einmal jemanden geküsst, das war's auch. Ich kann überhaupt nicht jemanden... Warum machst du das so lange mit? Ich liebe ihn einfach, das ist ja das Problem. Ich versuche immer seine nur schlechte Sache zu denken über ihn, natürlich, weil das für mich schlecht ist, egal wie lange uns... Gut, verstehe, du liebst ihn. Aber irgendwo muss da auch mal eine Grenze, das ist auch eine Frage der Selbstachtung. Natürlich, ich fühle mich auch deshalb sehr, sehr schlecht. Und genau, du liebst diesen Mann sehr, er sagt, dass er dich auch liebt. Ist das so? Ja, natürlich. Er sagt, dass er dich auch liebt. Ja. Und er hält dich hin und hält dich hin und hält dich hin und vertröstet dich auf irgendwelche fernen Zeiten, wenn er in seine Heimat zurückgehen will. Mhm. Das ist doch absurd. Ja, ich schäme mich auch. Ich meine, jemanden zu erzählen, ich meine Freunde und sowas, die kennen ihn einfach. Und alle kennen natürlich die Geschichte nicht, weil ich mich selber schäme zu erzählen. Ja, der ist mein Freund und... Hast du ihm denn schon mal eine Grenze gesetzt und hast gesagt, pass mal auf, ich will bis dahin eine Entscheidung haben, sonst geht das nicht mehr mit uns beiden? Ja, ich habe schon immer wieder versucht, gesagt, ich will nicht mehr, ich fühle mich schlecht, ich will nicht alles deine zweite Frau sozusagen immer bleiben und das ist nur das Schlechte jetzt, dass er vor ein paar Monaten nur Vater geworden ist, für mich, das ist ein Schlag im Gesicht und also ich finde es richtig, richtig gemein. Hättest du die Kraft dazu, zu sagen, pass mal auf, ich will in den nächsten 2-3 Monaten eine Entscheidung haben, sonst sind wir absolut getrennte Leute. Ja, ich habe sogar nicht so 2-3 Monate gegeben. Ich habe gesagt, ich fühle mich einfach schlecht, Herr, einfach so, ich fühle mich schlecht. Es ist viel, viel Jahre vergangen. Du sollst nicht ständig sagen, ich fühle mich schlecht. Du sollst dem sagen, was du von ihm verlangst. Schon, normalerweise. Du sollst sagen, ich will, dass wir zusammen sind.
Und wenn du nach 6 Jahren dich nicht entscheiden kannst, dann ist die ganze Sache eben gelaufen. Also ich habe richtig jetzt festgenommen, dass er momentan nicht da, wenn er kommt, so richtig, bevor wir was anfangen oder was anderes reden, dass dieses Thema zu bringen und überhaupt nicht Zeitgrenze zu geben, zu sagen, ich will nicht mehr, es ist Schluss, weil ich sehe gar nicht. Ich glaube manchmal selber nicht, dass er überhaupt seine Frau verlassen will oder was alles erzählt wahr ist. Ne? Also ich finde auch, Rachel, dass, das ist so unglaublich, dass du 6 Jahre das mitgemacht hast, dass du jetzt da härter sein musst und das dir nicht gefallen lassen darfst, auf keinen Fall. Jetzt ist die Sendung leider gleich vorbei. Wenn du möchtest, rufen wir dich gleich nochmal an. Okay. Okay, dann leg du mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Jens Diegel. Morgen, wie gesagt, gibt es auch Domian, aber morgen gibt es Domian nur im Fernsehen, im WDR-Fernsehen um 23.45 Uhr mit Hans Meiser. Macht's gut, bis dahin, tschüss.